Ja, hi Jens. Grüß dich. Na, alles gut? Ja, alles gut. Na schön. Du, ich habe eine Frage zum Überspannungsschutz bekommen. Ja. Und zwar eine sehr gute Frage, wie ich finde. Und zwar, muss Überspannungsschutz abgesichert werden? Und wenn ja, mit was für einer Sicherung? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, jedes elektrische Gerät muss grundsätzlich abgesichert sein. Ja. Dementsprechend natürlich auch Überspannungsschutz. Ja. Wobei die Größe und auch die Positionierung der Vorsicherung abhängig ist vom Aufbau der Anlage und natürlich vom Überspannungsschutz an sich. Oh, das klingt aber immer noch kompliziert. Ja, da hast du recht. Das klingt komplizierter, als es ist. Wenn du willst, kann ich dir das gerne mal zeigen. Auf jeden Fall. Dann kommen wir mit. Hallo. Hallo. Grüß dich. Morgen. Morgen. Hi. Moin. Hi. Moin. Sag mal, kannst du uns mal den Kombiableiter in dieser Niederspannungshauptverteilung zeigen? Ja, klar. Kein Problem. Hier. Bitte sehr. Dankeschön. So, Jens, wie du siehst, ist in dieser Situation der Kombiableiter separat vorgesichert. Ja. Das hat natürlich was damit zu tun, weil wir hier direkt vom Transformator kommen. Also müssen wir ja eine Vorsicherung davor haben. Ja. Wobei die VDE 0100 Teil 534 sagt, dass die Vorsicherung vor einem Überspannungsschutzgerät immer so groß sein muss wie möglich, aber natürlich niemals größer als das, was der Hersteller von dem Gerät vorschreibt. In unserem Fall wären das 315 Ampere. Ja, okay, 315 Ampere. Aber ist es nicht auch sinnvoll, eine kleinere Vorsicherung zu nehmen, damit die Ableiter noch besser geschützt sind? Ja. Schneller anspricht? Ja, grundsätzlich hast du recht. Damit wäre der Ableiter besser geschützt. Aber je größer die Vorsicherung ist, desto stoßstromfester ist diese natürlich auch. Und so ein Überspannungsschutzgerät ist ja dafür gemacht, mehrere Male diese Impulse ableiten zu können. Mhm. Und das muss natürlich die Sicherung natürlich auch mitmachen. Es macht keinen Sinn, dass sie halt gleich beim ersten Stoßstrom auslöst. Okay, und gibt es nicht auch Anlagen ohne separate Vorsicherung? Ja, das stimmt. Also könnte zum Beispiel eine Unterverteilung sein, vorausgesetzt, wenn die kleiner abgesichert ist als die 315 Ampere in unserem Fall. Und lass uns mal schauen, das sind ja die Abgänge zu den Unterverteilungen und hier sind 200 Ampere Sicherungen drin. Das heißt also, theoretisch wäre dort der Typ 2 Ableiter vorsicherungsfrei eingebaut. Mhm. Das ist richtig, jedoch sind bei uns alle Überspannungsschutzgeräte vorgesichert. Das hat mit der Anlageverfügbarkeit zu tun. Ja. Mhm. Sollte einmal die Vorsicherung auslösen, wird nur der Ableiter abgetrennt und nicht die ganze Anlage. Okay, das ist ein guter Einwand, das stimmt. Ja, okay. Und könnten wir dann trotzdem mal eine Anlage sehen, wo keine Vorsicherung vor einem Ableiter installiert ist? Da hast du Glück. Ich habe einen Musterschrank oben in meiner Werkstatt. Und wenn du willst, ich zeige dir das mal. Ja, okay. Dann komm mit. Alles okay. Klar. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, Jens, wie du hier siehst, haben wir hier eine Applikation, wo der Überspannungsschutz ohne separate Vorsicherung installiert ist. Ja. Das würde doch aber bedeuten, dass dieser Schaltschrank hier eine kleine 315 Ampere irgendwo abgesichert sein muss. Ganz genau. Und diese Information, ob das so ist, bekommst du entweder vom Betreiber oder der Schaltschrankbauer muss es für seinen Schaltschrank festlegen, was er vorgesichert werden soll. In unserem Fall ist es so, dass der Hauptschalter hier auf 160 Ampere eingestellt ist. Ja. Das bedeutet natürlich, dass die Vorsicherung niemals größer sein kann als die 160 Ampere. Und dementsprechend kannst du den Ableiter ohne separate Vorsicherung einbauen. Ja, Mensch. Gut. Schön, dass wir das mal in der realen Anlage gesehen haben und ich freue mich auf die nächsten Fragen. Ich mich auch. Okay.